Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge Transport Fever 2. Ja, genießen wir erstmal die Vorbeifahrt in dieser S-Bahn hier. Und wir werden gleich noch eine weitere Zugfahrt genießen können, nämlich wir wollen ja von Weiterstadt aus unsere neue Linie befahren. Und diesen Zug möchten wir, glaube ich, jetzt einmal verkaufen. War dem so? Ja. Der jetzt sich hier entladen hat, dann werden wir diesen Zug verkaufen können. Und wir haben es jetzt erreicht. Verkaufen. Dann sollte das jetzt hoffentlich funktionieren. Wir gucken gerade noch mal hier hinten in Bremerhaven. Da stehen aber auch nicht so viele. Das ist der. Ist gar nicht der Bahnhof. Ja, guck mal an. Das ist hier am Bahnhof selber, dass die hier. Ach, Herr Jemine. Welche Busse haben wir hier im Einsatz? Okay, können wir erstmal wieder laufen lassen. Offensichtlich zu wenige. Gut, das ist auch schon eine etwas größere Linie, die wir hier haben. Wir könnten die natürlich jetzt auch anpassen. Die Stadt ist ja doch schon etwas gewachsen, dass wir einmal diesen Bereich nur abdecken und einmal den hinteren Bereich. Ja, wir wollten ja eigentlich mit dem Zug mitfahren, ne? Ja, sagen wir mal so, die Leute laufen uns hier nicht weg, ne? Und hier haben wir auch nochmal etliche, die wollen alle zum Bahnhof hin. Das von hier aus die letzte Station zum Bahnhof? Nee. An der neuen Straße geht es erst nochmal hier unten. Ah ne, das ist nur der Wegpunkt hier. Ah, okay. Doch, der nächste ist dann wirklich schon der Bahnhof. Der nächste Haltepunkt, oder die nächste Station. Die wollen auch überwiegend zum Bahnhof, hier unten wahrscheinlich auch, oder? Ja. Okay, hier müssen wir uns das generell nochmal anschauen. Wir haben hier überall etwas mehr Leute stehen. Und dann gehen wir wirklich erstmal hier hin. Jetzt haben wir hier auch wieder gut Fahrgäste, aber der Zug ist ja da. Kann 99 aufnehmen. Das heißt, er wird jetzt noch nicht ganz voll werden. Das könnte unsere Chance sein, wenn wir uns jetzt hier schnell entscheiden, was wir denn kaufen möchten. Wir nehmen jetzt erstmal dieses Depot hier und schauen uns mal an, was wir denn da gebrauchen können. Das ist halt die Frage, ob wir wieder eine Zugkomposition nehmen, wie es hier so schön heißt. Also einfach einen Triebwagen oder einen Triebzug. Aber ja, ich würde hier solche in Anführungsstrichen normalen Wagen bevorzugen. Ja, das ist falsch. Was haben wir denn hier noch so? Da sind etliche bei. Aber ich merke jetzt auch gerade, welche Mod ich definitiv nicht aktiv habe. Das sind die ganz normalen Doppelstockwagen. Die roten. Hier haben wir die Umbauwagen. Könnt ihr natürlich auch nehmen. Fahren 85. Was sind die vierachsigen? Ja, die machen 120. Die auch. Hier hätten wir 140, hier sogar 160. Felixbus. Okay. Können die ihn hier mitnehmen? 15 nur. Hier haben wir noch den Alex drin. Ja, da fehlen aber dann auch die Doppelstockwagen. Und ich meine, ich hätte auch die passende Lok nicht dabei. Nee, 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 das ist sicher alles nicht. Nee, nee. Ja. Lass uns doch hier sowas wählen. Was haben wir denn hier? Passen dann 15 rein. Wird das bei denen hier irgendwann mehr? 9.
Ja, eher weniger. Hier haben wir einmal 18. Hier werden wir nochmal bei 18. Tegernseebahn. Mhm. Die Variante Allgold soll an. Ja, okay, das sind alles nur verschiedene Lackierungen. Hier oben von den ganz frühen Varianten haben wir auch die 18er. Ich würde die 1968er nehmen oder tatsächlich die hier vom Allgold Zollern waren. Ja, dann lass noch die hier mal nehmen. Wir gehen nicht, die fahren maximal 100. Wobei die auch gut aussehen, ne? Und können auch 31 damit nehmen. Die hier. China Express, okay. Okay, haben wir nochmal jetzt haben wir 54, 56 und hier unten hatten wir es auch nochmal. Die sind hier. Ja, nehmen wir hiervon einmal. Haben wir hier 16 und hier 6. Also mit Gepäck müsste das da wahrscheinlich sein dann. 28 und hier nochmal 12. Vielleicht reichen auch 31 erstmal, oder? Was meint ihr? Brauchen wir da mehr? Würde ich erstmal nicht machen. Und dann können wir hier auch durchaus eine Diesel-Lok vorspannen. So eine einfach hier. Eine V100. Dann noch ausgezeichnet. Und schicken das Ganze erstmal hier relativ kurz los. Verlängern können wir das Ganze immer noch. Und damit geht es auf die Linien, die wir noch gar nicht gemacht haben, oder hatten wir jetzt gerade einfach nur... Ach, schau mal das Auge an. Okay. Ja. Boah, das ist mal ordentlich kurz, der Zug. Aber sollte reichen. Setzen wir uns mal mit rein. Ich glaube hier, der Führerstand bringt nicht ganz so viel. Na, muss man noch ein bisschen... Ne, genau. Dann setzen wir uns mal hier vorne. Ja, so auf diese Höhe. Oh. Das ändern wir gerade noch. Da ist das Signal leider hinter den Masten gerutscht. Ich vermute mal, das ist durch die Aktion geschehen, die wir hier... Wir haben hier nochmal umgebaut, weil wir hier das Depot noch hingesetzt haben. Und dass wir dabei das Signal hinter den Masten dann haben verschwinden lassen. Was wollten wir denn doch nicht? Dann kommt das eben hier hin, das Signal. Okay. Gehen wir wieder in Position. Waren so grob hier, ne? Genau. Hier so grob. Und fahren dann mal Richtung Rheinböllen. Also erstmal geht es natürlich jetzt nach Weiterstadt. Die Strecke kennen wir eigentlich schon. Aber lasst uns den Zug doch mal so weit begleiten. Das sollte ja auch nicht allzu lange dauern. Also wir könnten jetzt da hingehen und sagen, ja, wir möchten jetzt auch noch nebenbei, also das könnten wir ja auch lassen, nebenbei die Busse machen. Aber dann weiß ich 100%, wie viel wir verpassen. Wenn dann dieser Zug in Weiterstadt ankommt. Und das muss ja dann nicht sein. Dann können wir hier nochmal die Fahrt genießen. Hier durch unsere Berge durch. Ist ja so auch eine ganz schöne Strecke geworden. Da müssen wir noch mal gucken. Wenn jetzt hier irgendwann doch mehr Güterverkehr auf die Schiene kommt. Denn wir haben jetzt hinten in Rheinböllen auch die Maschinenfabrik angeschlossen. Das heißt, da brauchen wir Stahl und Bretter müssen das sein.
Den Stahl kriegen wir ja von Alsfeld. Und dann gibt es da auch noch mit Schorndorf und Wending, die Waren und Treibstoff haben möchten. Wolfgang, was möchte denn jetzt Schorndorf oben nochmal haben? Einmal Lebensmittel und das andere weiß ich gar nicht. Müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall gibt es dann hier deutlich mehr Züge, die hier durch möchten. Wir können natürlich diesen einen hier nutzen, der einfach viel mehr transportiert und auch unterschiedliche Waren. Oder wir machen hier dann nochmal eine separate Strecke. Und das ist das, was mir, glaube ich, eher zusagt, dass wir direkt vom Stahlwerk aus bis nach Schorndorf, dann bis nach Rheinböllen, Entschuldigung, bis nach Rheinböllen durchfahren. Um dann dort den Stahl abzuliefern. Was wir durchaus mitnehmen könnten, ab dem Stahlwerk in Alsfeld sind schon die Bretter. Die Produktion haben wir auch quasi direkt vor der Haustür. Müssen wir halt nur schauen, ob die Bretterproduktion ausreichend ist. Wenn nicht, müssen wir nochmal eine zweite Quelle da irgendwo finden, wo wir dann Bretter eben produzieren können. Aber das schauen wir dann, wenn es denn auch wirklich soweit ist. Ja, und hier kommt schon der nächste Zug entgegen. Jetzt ist der Personenzug, der offensichtlich wieder voll ist, zwischen Neubrandenburg und Weiterstadt. Hier vorne haben wir auch schon, also in Anführungsstrichen schon, das Ende des Tunnels erreicht. Wir müssen jetzt hier nach rechts abzweigen. Was ich gerade merke, wir haben uns ja mit der Lok jetzt selber eher ein Ei gelegt, ne? Da wir jetzt nur 90 fahren, die Waggons könnten glaube ich 100, wenn ich mich jetzt nicht ganz getäuscht habe. Aber 90 ist glaube ich auch noch okay. Wenn nicht, müssen wir hier eine 218 vorspannen, die kann auf jeden Fall die 100 km/h erreichen. Aber schauen wir jetzt erstmal. Vielleicht gibt es ja hier schon die ersten Fahrgäste, die irgendwie Richtung Rheinböllen hochfahren möchten. Ja, jetzt müssen wir hier nach links wechseln, genau. Okay, also nach Neubrandenburg möchten offensichtlich ein paar mehr Leute. Hier müssen wir dringend schauen, dass wir den Zug verstärken. Also entweder den einen Zug verlängern und daraus eine Doppeltraktion machen oder dass ich den zum nächsten, übernächsten Mal, ich muss mal schauen, wie ich das von der Aufnahmesession her mache, dass wir denn dort die Doppelstock haben. Aber genießen wir jetzt erstmal die Fahrt hier und wir haben hier noch keine Signale gesetzt, was erstmal nicht tragisch ist, nur insofern, wir fahren auf der falschen Seite. Ist aber jetzt für die Mitfahrt an sich jetzt nicht ganz so tragisch, ob ich jetzt rechts fahre oder links fahre. Das sollte sich jetzt erstmal nichts nehmen. Wir haben die Gleise ja immer parallel verlegt, also insofern ist da alles gut. Und wir haben jetzt schon die Höchstgeschwindigkeit erreicht, weil mehr können wir nicht. Sind aber hier auch schon in der Steigung drin. Also zunächst scheint es erstmal so, als wenn der Zug ganz gut zieht. Aber klar, hat da hinten auch nur die zwei kleinen Ballons dran. Da müssen wir einfach mal schauen. Wir werden uns jetzt hier auch der Tunneleinfahrt. Vielleicht hätten wir jetzt hier noch einen kleinen Tunnel vorher gehabt. Nee, ne? Das war schon direkt diese Schleife hier, die uns hier nach oben bringen wird. Man könnte jetzt hier argumentieren, ja, wir haben ein bisschen Dieselzug drauf, da können wir die Oberleitung wegnehmen. Ich lasse ihn zumindest hier auf der, ich sag mal, auf der Hauptstrecke lasse ich die Oberleitung. Und damit können wir die gleich gerne mal wegnehmen. Aber hier werden
ja, später die Güterzüge langfahren und die möchte ich hier nicht mit Dieselbetrieb fahren lassen. Oder Dieselbetrieben fahren lassen, sondern da kommt dann eine E-Lok davor. Und dann werden wir halt die Oberleitung auf jeden Fall brauchen. Also insofern lassen wir es einfach erstmal dabei. Aber ja, sie wäre nicht zwingend erforderlich für den Zug, den wir jetzt hier einsetzen. Aber es ist doch so eine recht schöne Strecke geworden, wenn man jetzt auch mal hier so nach links schaut. Die Felswand da. Ja, das hat schon was. Oh, was wieder. Ein bisschen mehr nach vorne. Ah, hier oben haben wir den, nicht da unten. Okay, mir war das so, als hätten wir nochmal irgendwo einen zweiten Tunnel gehabt, so einen kurzen. Genau, den haben wir hier kurz bevor wir in Rheinböllen sind. Dann sollten wir jetzt hier geradeaus weiterfahren. Hier links geht es ja in den Güterbahnhof hinein. Da können wir erstmal die Oberleitung belassen. Und hier gehen wir dann gleich weg. Zumindest hier für die einzelnen Bahnsteige. In der Mitte lassen wir die Oberleitung dann auch mal. Ja, und dann sind wir jetzt im Flussdorf nicht, dann im Rheinböllen, so wie es hier steht. Ja. Und dann Wemding hat einen neuen Wald bekommen. Müssen wir mal gucken. Wir haben doch hier auch schon Busse drauf, oder nicht? Ja, da vorne kommt schon der erste. Der ist auch voll besetzt. Wie schaut es denn hier im Städtchen aus? Okay, zumindest hier vorne ist es eher voller. Und die möchten dann überwiegend zur Berliner Straße und zum im Winkel. Berliner Straße müsste dann hier vorne das sein. Im Winkel hier hinten. So, ergibt auch durchaus Sinn. Hier haben wir die Einwohner. Hier zum Shoppen hin, hier zum Arbeiten. Weil hier hinten die Königsberger Straße, ja, auch noch mitten im Industriegebiet liegt. Ja, und die möchten wahrscheinlich überwiegend zum Bahnhof, ne? Ja. Oder nicht nur überwiegend, sondern wirklich zu 100%. Boah, jetzt kommt der hier an, der Bus. Können wir uns auch gerade einmal anschauen. Ja, spuckt dann hier seine Fahrgäste aus. Nehmen wir hier auch mal gleich um, das Ganze. Die Linie. Ja, und hier gehen jetzt alle in den Bahnhof hinein. Okay, ich hätte erwartet, dass sie jetzt hier diesen Weg nehmen. Gibt es denn hier keine angeschlossene Lane, dass man da... Ja, Tatsache, die müssen rüber teleportiert werden. Also sie könnten hier zwar reingehen, kommen hier auch nach unten, aber... Offensichtlich ist sie ja das Ganze falsch berechnet in der Mod. Und die Unterführung hier, die ist leider ein bisschen zu weit nach rechts gerutscht. Das ist ja mal ärgerlich. Muss man schauen, ob es da ein Update gab für diesen Bahnhof. Ah, den müssen wir den auf jeden Fall auch nochmal neu bauen. Was aber, glaube ich, jetzt nicht ganz so schlimm werden wird, weil wir dementsprechend hier die Gleiter schon liegen haben. Aha. Müssen wir mal schauen. Hiervon nehmen wir auf jeden Fall erstmal ein weiteres Fahrzeug. Wir hier zwei Fahrzeuge laufen haben. Und dann warten jetzt hier oben ein paar Fahrgäste. Ist der hier schon wieder angekommen? Unten in Weiterstadt? Nein, noch nicht. Wo ist er? Hier vorne. Boah, mitten durch den Wald. Okay. Ja, es gibt schon ein paar, die auch Richtung Rheinböllen fahren möchten. Und einige, die Richtung Neubrandenburg möchten. Also wir haben ja da schon zwei Züge drauf. Ich dachte, wir hätten da nur einen. Okay, der steht in Neubrandenburg. Zug Nummer 10. Und der ist jetzt auf dem Weg nach Weiterstadt.
Ja, vielleicht sollten wir das so machen, dass wir in Neubrandenburg tatsächlich nicht auf voll warten. Was haben wir hier drinnen stehen? Maximal 3 Minuten. Wir stehen aber mindestens. Ja, aber ich wollte da stehen. Ja, lassen wir uns 1,5 Minuten mindestens stehen. Aber egal. Wie voll? Wir fahren dann einfach los. Hier können wir das machen mit Warten auf voll. Und dann setzen wir uns hier direkt wieder in Bewegung. Kann man vielleicht später auch nochmal anpassen, weil es erstmal, das sind wahrscheinlich die ganzen, die erstmal hier von Weiterstadt nach Neubrandenburg möchten und irgendwann möchten die auch hier zurückkommen. Hier haben wir auch viel zu viele stehen. Auf dieser Linie, wo kommst du zu 2? Hier haben wir aber schon 2 Busse drauf, weil der eine jetzt relativ leer fährt, Drosselweg. Okay, 26. Ah, kriegen wir nicht ganz so viele weg. Wie viel haben wir denn pro Terminal? Maximal 96. Ja, wenn der Bus das nicht ganz so lange braucht. Ja, jetzt sind wir schon drüber. Das ist hier schon zu voll geworden. Würde ich hiervon noch mal einen weiteren drauf schicken erstmal. Weiß gar nicht, welche Linie ist das denn, die führt? Okay, das ist hier das Wohngebiet, ne? Genau. Hier durch das Wohngebiet durch. Und die eine dann hier vorne Gewerbe und die andere da hinten dann ins Industriegebiet. Ja, fährt man noch so, wie wir es geplant haben. Hier so schön durch. Ja. Ja, hier können wir gerade auch mal schauen, bevor wir jetzt dann nach Bremerhaven rüber wandern. Ja, hier haben wir es ja schon mit den verschiedenen Terminals aufgeteilt. Wir bekommen hier aber immer noch zu viel Öl. Wir können 764 Einheiten wegschaffen. Ja, kriegen 800. Sprich, lass uns hier doch nochmal eine, das wollen wir hier machen, nochmal ein Fahrzeug da hinzunehmen. Und der bei 822, das sollte dann funktionieren. Und hier warten wir dann auf den Kunststoff, der hier geliefert wird. Hoffentlich dann hier ist auch dann bald einen Abnehmer findet. Kann der hier los? Ah, das ist natürlich jetzt ungeschickt, dass er sich jetzt hier ausbremst. Aber ja, ist schon okay. Geht nicht anders. Kommt denn hier auch Kunststoff? Ja. Wie schaut es denn hier unten weiter aus? Also hier müsste eigentlich nicht so viel rumliegen, weil wir hier abladen, damit wir hier halt den Weg haben, wo die schon ein bisschen was produzieren können. Dann sollten wir hier in der Regel eher so mit einem halb vollen LKW weiterfahren. Ja, mit 18. Dann hier oben hinzukommen und hier aus dem Öl Kunststoff produzieren zu lassen. Wir haben aktuell ja Schillingsfürst Warenfabrik als Abnehmer. Es werden 200 Einheiten versendet, davon kommen 40% nur an. Und da stelle ich mir gerade die Frage, warum? Was ist denn da los? Zug Nummer 10.
Okay, da wartet Neubrandenburg. Zumindest so ein bisschen. Ja, aber hier ist doch... Sieht zumindest nicht so aus, wenn er hier gerade jetzt überlaufen würde. Er ist auf dem Weg Richtung Weiterstadt. Ja, ah, was sein könnte, ist natürlich hier hinten. Wir liefern die ja hier unten hin. Und hier wird wahrscheinlich... Genau. Hier verlieren wir gerade den Kunststoff. Das ist natürlich nicht so gut. Der Zug fährt auch leer zurück. Sagen wir mal so, mittelfristig wird das Ganze sowieso dann so aussehen, dass wir hier unten langfahren werden und direkt dann hier hochfahren Richtung Schillingsfürst. Hier eben entladen, hier noch ein weiteres Gleis machen, sodass wir dann hier direkt den Kunststoff hinliefern können. Und dann können wir nämlich mit demselben Zug, machen wir es der Hinsicht doch ein bisschen anders, können wir dann die Waren hier unten abliefern. Oder wenn wir gar keine Leerfahrten haben, könnte der Stahlzug eben doch weiterhin Kunststoff mitnehmen und die Waren hier so mit hinbringen. Und der Kunststoffzug nimmt von hier aus auch noch Waren mit, dann haben wir ja keine Leerstrecke. Sonst hätte der Zug hier, der neben Stahl hier rüberbringt, hätte dann hier eine Leerfahrt zurück. Das wäre natürlich noch, auch noch eine andere Möglichkeit. Aber den müssten wir von hier unten aus dann auch schauen, dass wir Waren ja eigentlich relativ viel hier wieder hochkarren, ne? Ja, da müssen wir uns auch mal genau Gedanken zu machen, wie wir das dann machen. Also möglichst wenig Leerfahrten mit den Zügen haben, aber auch nicht unnötig kurze Strecken, weil auf dieser Strecke muss man gucken, ob sich das wirklich lohnt. Wir könnten vielleicht hier irgendwo rausgehen und dann hier so, oder vielleicht ein bisschen weiter vorlagern das Ganze und dann hier so raus, um hier in die Strecke reinzugehen. Was muss natürlich auch lohnen von der Distanz her. Darf der Zug also auch nicht zu teuer sein. Ja, ah, das werden wir dann sehen, sobald das dann irgendwie halbwegs anläuft. Wie ist es hier? Ja, wir kriegen die ersten Fahrgäste mit. Ja, die ersten hatten wir schon mal transportiert. Jetzt für 14 Leute bekommen wir 62.000. Ist jetzt nicht die Welt. Aber okay. Aber wahrscheinlich wird dieser Zug erstmal mit einem deutlichen Minus immer fahren. Aber da müssen wir dann einfach mal schauen. Was wir gerade jetzt noch machen, ist hier die Signalsetzung. Es gibt hier beides mal ein Ausfahrsignal. Dann haben wir hier noch ein Einfahrsignal. Das können wir dann mal durchaus hier platzieren. Und hier vorne geben wir dann die Strecke frei. Hier machen wir noch einen Block hin. Dann können wir hier noch einen Block machen. Ja, vielleicht auch eher so. Das Ganze so ein bisschen aus dem Tunnel herausholen, den Zug. Und dasselbe machen wir hier oben auch nochmal. Dann sind wir hier und... Ja, ein bisschen auseinandergezogen. Wie machen wir das Ganze so vor dem Tunnel? Jeweils. Ja auch. Und hier gucken wir dann einfach. Hier können wir schon mal zumindest hier zwei Signale hinstellen. Na, das gefällt mir aber nicht. Jetzt haben wir die nicht auf gleicher Höhe. Ja, sieht so besser aus. Dann haben wir hier vorne. Ja, wenn wir hier reinkommen,
Setzen wir mal hier das Einfahrsignal. Hier unten dann ein weiteres, um dich hier auf der Strecke einfädeln zu können. Hier raus. Kommen wir dann ja, hier hinten das Signal. Die andere Richtung können wir es auch nicht setzen. So, machen wir das mal. Und dann ist hier aber auch nicht nochmal ein Signal fällig. Da müssen wir dann hier oben warten. Und dann sollte jetzt auch der Zug hier zweigleisig fahren, genau. Die nächsten Male fährt er also in Anführungsstrichen richtig. Ja, und jetzt schauen wir hier nochmal. Ja, die Idee, die ich erst hatte, war, dass wir hier hinten rausgehen. Das ist natürlich jetzt unser Bahnhofsgebäude im Weg. Also wäre hier wahrscheinlich eine zweite Haltestelle notwendig, also ein zweites Terminal. Dass wir hier zwei Linien dann setzen können. Einmal diesen Bereich abdecken, einmal diesen Bereich oder so und so. Da müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, wenn wir das Ganze so hier machen, ist das sinnvoller. Und diesen hier. Weil hier wollen eh relativ wenig, wie wir da sehen, zum Bahnhof. Und hier können wir einmal mit den Hafen, und was haben wir hier vorne, die Römerstraße mitnehmen. Und hier haben wir dann die Hauptstraße und die neue Straße in Richtung Bahnhof. Hier könnten wir dann nochmal in andere Richtung, ja, Richtung Wichernweg ist wahrscheinlich dann. Wann geht's denn da überhaupt? Ach, geht's hier unten hin? Ah, okay. Ah, die ganze Linienführung wird dann eine andere werden. Das war hier dann durch. Ja, muss man schauen, ob man dann hier unten lang fährt, hier so hochzieht, hier durch. Kannst du den so verlegt. Und die andere Linie wird hier lang fahren, dann hier schon Richtung Bahnhof kommen. Und vorher hier oben lang. Ja, entweder hier durch oder wirklich jetzt hier hinten dann lang fahren. Muss mal schauen. Ah, hinten wird wahrscheinlich jetzt mehr Sinn ergeben. Dann die Strecke hier mitnehmen. Und dann hier so vom Bahnhof kommen. Also auch hier unten lang fahren, aber hier geradeaus. Hier so entlang. Und hier runter. Das mitnehmen. Und dann hier so. Aber das gucken wir dann in der nächsten Folge. Also Idee ist jetzt da. Dann an die Umsetzung geht es in der nächsten Folge. Ich sage es dann wieder danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.